Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal mit Railroads Online. Und ich bin heute nicht alleine, denn der Chris ist wieder mit dabei. Hi Chris. Wunderschönen guten Abend. Geht's dir gut? Die Zeit gut überstanden zum letzten Mal hin? Ja, doch, tatsächlich. Ich musste mich erst noch von den Entgleisungen erholen. Ein paar Knochenbrüche davon getragen, aber alles in Ordnung. Ja, wunderbar. Dann kann man ja heute weitermachen mit unseren unglaublichen Vorhaben hier. Ja, das ist wirklich ein unglaubliches, wenn mir das einer so erzählt hätte. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Aber okay, wir machen es tatsächlich. Ja, erzähl mal, was wollen wir denn eigentlich heute machen? Die schöne 3 hier vorne. Die soll ja in Ruhestand geschickt werden. Und dementsprechend muss die erstmal von hier oben runterkommen zum Sägewerk, war das, glaube ich. Also Nähe Sägewerk. Auf ja, genau. Eine abgelegene Brücke. Wir versuchen sie erstmal dann anständig in den Ruhestand zu schicken. Heißt, all diese Loks, die hier auf dem Gleis stehen, die sind miteinander gekuppelt. Das ist ein Lokzug. Keine Ahnung, was der jetzt für ein Gewicht hat. Das also grob überschlagen hätte ich auf jeden Fall gesagt, über 200 Tonnen. Bestimmt. Ja, was waren denn heute für Risiken, wenn wir das nach unten bringen? Ja gut, die Risiken sind halt, dass uns die Kupplungen reißen, zum einen. Das andere Risiko ist, dass wir grandios entgleisen. Okay, ja, das klingt doch schon mal ganz gut für eine Talfahrt, oder? Ja. Also, ich sag mal so, ich hoffe, dass eher die Kupplungen reißen, als dass wir entgleisen. Weil bei so einem Gewicht, ja, passiert das wahrscheinlich sehr schnell. Ja, das könnte dann sonst schmerzhaft werden. Ja, also am besten so auf einer Brücke direkt über einem tiefen Tal. Wenn dann die ganzen Loks unten sind, ja, viel Spaß. Der perfekte Spot. Ja. Und alle, die gerade auf Twitch zuhören, ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Sollte eigentlich nur minimal hörbar sein. Ich glaube, sogar ein bisschen zu leise. Ich mach's immer bisschen lauter. Und ansonsten, wenn es irgendwas hat, einfach melden. Chris, wir haben es ja schon ein bisschen besprochen. Ich würde sagen, du bist in der Pathmaster drin. Machst du Unterstützung, denn die Eureka schafft es nicht mal ansatzweise, den ganzen Konvoi zu bewegen. Das habe ich nämlich schon mal offscreen probiert. Und ich gehe in die Lok Nummer 3 für die letzte Fahrt. Pathmaster. Ich bin gerade noch am überlegen. Pathmaster. Ich glaube eher die Tiger, das ist, glaube ich, etwas günstiger. Oder Tiger, ja. Also, ich gehe in die Tiger. Erstmal können wir gucken, dass alle Bremsen gelöst sind. Oder zumindest von den Loks, die quasi nur mitlaufen. Ja, beziehungsweise tu den Lok mal aufheizen. Damit das schon mal funktioniert und dann tun wir mal den ganzen Zug kontrollieren. Ich werde mal meine aufheizen. Oh, ich habe nicht mehr für Holz, aber für die Fahrt wird schon reichen. Holz mehr, hast du das alles gefressen? Die hat gearbeitet. Bei allen anderen Loks werde ich die Bremsen lösen. Hier ist gut. Und auch den Tender kontrollieren bei der Bremse, ne? Ja. Fangen jetzt hier hinten an. Okay, jetzt bin ich bei der Pathmaster. Löst. Löst, ja, da ist auch gelöst. Gut. Alle Bremsen gelöst von meiner Sicht bis auf die allererste Lok. Ja gut, in der Tiger, du hörst nichts von der Musik? Ja, oh, Moment. Jetzt muss ich hier rein. Handventil. Audio 2. Komisch. Also nach wie vor nicht von der Musik? Eigentlich solltest du was hören. Audio 2. Oh, du sag mal, ich sehe gerade was. Das müssen wir mal erklären.
bei der Tiger. Hier ist ein Handventil. Wofür ist das denn? Ja, warte mal ganz kurz. Ich kann es mal gerade. Also, Rui, kannst du mir bestätigen, dass du jetzt keine Musik hörst? Und jetzt schaue ich mal kurz bei der Tiger. Warte mal, das ist da vorne irgendwo. Wo bist du? Da. Welches Handventil? Oh. Pass auf, hier oben auf dem Kessel, also da, wo ich jetzt stehe, das kleine Handrädchen. Das kann ich bedienen. Steht nur Handventil, was anderes steht da gar nicht. Ich glaube, das ist für einen Kompressor. Also für die Luftbremse. Es gibt zwei Ventile. Eins ist der Kompressor und eins ist die Lichtmaschine. In dem Fall müsste aber der Kompressor sein. Mhm. Okay, da hört jemand keine Musik. Mal kurz nachher. Das justieren, mal checken. Vielleicht wirklich ein bisschen zu leise. Audi 2. Also spätestens, ja, ich höre Kim. Also spätestens jetzt solltest du Musik hören. Sonst weiß ich gerade nicht, was los ist. Ich prüfe. Ach ja, Stream, immer da was Schönes. Beam, Audiospur jetzt. Ah, jetzt geht es. Okay. Technik, wie begeistert? Ja, schon. Dann machen wir das mal kurz anders. Machen wir das mal hier so. Das machen wir hier so. Ist die Musik jetzt zu laut oder ist das Spiel zu laut oder je nachdem, wie ist es jetzt gerade? Sag's mal ganz kurz in den Chat. Bevor wir da weitermachen. Ist super, perfekt. Also, fahr den Slider, Rui hat gesagt, wir dürfen so weitermachen. Ich schau mal ganz kurz, bis meine Lok geht. Ja, die ist abfahrbereit. Ja, hier bin ich auch fast soweit. Fast. Die Weiche ist gelegt. Es kann losgehen. Okay. Ansonsten gehst du mit F in die Lok rein, damit du da ja, leichter tust. So. Gut, in der Lok bin ich, aufgeheizt ist er. Hat Druck. Wunderprächtig. Okay, dann mach ich mal gerade für mich nochmal die Musik an. Oh, Computer. Ich will die Musik hören. Gut, Bremsen sind gelöst. Bremsen sind gelöst. Hä? Gibst du Gas oder rollen wir von allein? Ich glaube, wir rollen gerade von alleine. Gut, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Es sieht soweit gut aus, alle Loks kommen mit. Nicht vergessen, du musst in zwei Richtungen gucken. Ja, ich weiß, darum sage ich ja, es kommen alle Loks mit. Ja, liebe Leute, die letzte Fahrt der Dobakin. Der Nummer 3. Darfst du nochmal diesen schweren Zug wieder anführen? Ich lasse mal beides gehen rollen, nur zur Sicherheit. Ja. Ich tue schon mal ein bisschen bremsen hier. Bin auf 50%. Ja, wir werden schneller, glaube ich. Trotzdem. Fast 90%. Ja, ich lehre ab gerade auf 25.
50. Okay, das sieht gut aus. Gehen wir wieder 50. Was ich mit dir dann mache, ja, ich habe die allererste Brücke in der Nähe vom Sägewerk. Und da wird sie als Denkmallok abgestellt. Oh, wir haben den ersten Kupplungsbruch. Oh. Ich gehe mal voll in die Eisen, bremse langsam. Oh ne, du hast da was verloren. Ja. Der hat sich über den Kuhfänger geschoben. Das waren keine 500 Meter. Wenn wir bei der zweiten Lok die Bremse mit so reinhauen. Also wir hatten jetzt beides auf einmal, ne? Also die beiden Sachen, die passieren konnten, die sind passiert. Du kannst ganz langsam auf mich zukommen. Ja, mache ich ja gerade schon. Ist gut. Ja, wobei, ein paar Zentimeter noch. Lass mal die Bremse los. Ist gut. Passt, bist wieder dran. Kannst die Bremse lösen, weil die ersten zwei Loks sind angezogen. Also es war klar, dass es passiert, aber dass es so früh passiert. Jo, lass die Lok auf mich drauf fallen. Ist klar. Intender. Oh scheiße, der ganze Konvoi kommt mit. Ja, bremst es mal. Das wäre jetzt aber was geworden. Kannst jetzt mal langsam auf den Tender zukommen. Ja, warte. Ein bisschen leiser mache ich die Musik noch. Gut, dass die Lok hier Bremsdruck hatte. Ja, das wäre dann fatal gewesen. Lass sie mal weiterrollen, damit sie den Tenner nach hinten drückt. Ja, ist gut. Dann tue ich dich bei der Loknummer ankuppeln. Passt, sind wir da dran. Oh ne, da vorne. Ja. Sind wir jetzt auch wieder dran? Okay. Doch, also alles verbunden. Ja, sind wir wieder im gleichen Stand wie vorher. Tender. Ist hier verbunden? Ist verbunden, ja. Gut. Ja. Na, schnell einmal sicher. Ja, okay. Ja. Dann mach doch mal wieder bereit und dann machen wir es langsamer so. Weiter. War am. Nö, hier ist gelöst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bremse ist gelöst. Du hast auch alle Bremsen gelöst, denke ich mal. Ja, wir rollen schon wieder. Ja. Geht schon mal auf Dauerbremsen. Wie viel Prozent hast du angelegt? 13% für den Anfang. Okay. Jetzt auf 9 angelegt. Ne, lass mal das bremsen. Lass nur mal mich bremsen, außer ich komme nicht mit. Okay. Na, jetzt kommt gleich eine gemeine Kurve. Da ist gleich die Frage, was der Konvoi macht. So, noch sieht alles sehr gut aus. Noch. Machen wir es vielleicht generell so.
ich mach den Bremser von vorne. Und wenn ich sage, ich brauche Schub, dann wirst du von hinten Gas geben. Jo. Au, oh, vielen lieben Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Willkommen im Cars Club. Ich glaube, es geht noch. Noch nicht bremsen. Es wird gleich wieder gerade. Ich mache nichts. Okay, ich lasse mal rollen. Fahrt auf. Hier hinten alles zu tief. Bremse mal wieder. Ich bin ganz froh, dass die Loks dann wieder nach unten sind. Es war ein bisschen nervig, dass die alle da oben bei der Mini gewesen sind. Bei den letzten Versorgungsfahrten. Muss ich jedes Mal dahin laufen. Ja, glaube ich. Okay, ich lasse wieder rollen. Es ist aber ein geiler Anblick mit den ganzen Lokomotiven, muss ich schon sagen. Mhm, das auf alle Fälle. Oh, wir haben was verloren. Oh, ich bremse. Scheiße. Wo bremst? Ja, ich bremse auch langsam runter. Ich bin gerade voll in den Eisen, ich brauche ein bisschen, bis ich zum Stopp gekommen bin. Na ja, okay, ich stehe. Ja, ich stehe auch, alles noch auf den Schienen. Kannst du mal langsam zu mir kommen? Ich bereite es mal vor. Aber schau, dass du so langsam wie möglich hier bei der Nummer 6 ankoppelst. Ja, du hast doch was verloren. Chris? Ja, ich hab's gesehen. Zehn Meter noch. Fünf, drei, zwei, eins, gut ist. Pass bis dran. Okay, so. Dann gehe ich mal kurz in die Eureka. So, da komme ich ja wieder nicht rauf hier. Machen wir es mal so. Interessant. Ist da eine Bremse angelegt? Hä? Ah ja, Tatsache, ein bisschen. 2%. Super. Eureka kommt. Ja, warte ganz kurz. Bist du bereit? Sekunde, die muss ich noch eben. Da ist kein Schiff drin, sehr gut. Ein Meter. Stopp. Stopp. Jo, dran.
Okay. Bremsen gelöst. Und dann gehe ich wieder zur ersten. Ja, bei mir geht schon wieder der Berg nach oben, aber ich glaube, ich werde dann lösen und dann kannst du schon mal einen langsamen Schub geben. Bin bereit. Ja, warte. Bremse gelöst. Einmal aus der Ego-Perspektive. Also so kann ja nicht viel schief gehen, außer dass du die Eureka verlierst. Hm. Oh, ich gebe jetzt mal ein bisschen Schub. Ja, ja, mach nur. Ich mache jetzt nichts. So. Ich lasse mich jetzt mal von dir drücken. Ja, ich bin jetzt bei 28, ne? Verhungert fast. So 60. Und wir sind auseinander. Fuck. Ja, Bremse anlegen. Oh, scheiße, wir haben noch mehr verloren. Fuck, fuck, fuck. Oh, nein. Okay, ich stehe. Oder nein, ich glaube, sie haben sich... Oh, fuck. Oh, fuck. Was? Achso, ja. Oh je, das kann ja was werden. Ich konnte jetzt gerade mal die Nummer 6 bei die. Oh, komm jetzt! Ich will da rauf. Hat so ausgesehen, als würde sich die lösen. Oh, Spiel! Das. Okay, die sind noch zusammen. Ich glaube, die haben sich gelöst. Warte mal, jetzt muss ich doch mal. Gelöst. Da fällt er total leicht von den Gleisen runter. Wo ist der? Komm jetzt. Die Verbindung noch da? Ah, ich glaube nicht. Und hier auch nicht mehr. Oh Mann. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz Trick 17. Ich werde mal mit der nach hinten. Mal, ob sie es schafft. Nee, das schafft sie nicht. Shit. Welche, die Brutus? Ja, die Brutus schafft's nicht, die Tiger... Achso, warte, das war bei der Tiger vermutlich die Bremsen angezogen. Da dürfte die Bremse angezogen sein, genau. Machen wir zuerst schon mal... Na, die Kopplung. Kannst du mal zu mir kommen, dann tue ich dich erstmal ankoppeln. Ja, warte. Ui, die sie wollen einfach nicht nach unten, ja, scheint so. Sie hatten sich auf dem Weg nach oben schon so ein bisschen gesträubt. Ganz dezent. Ja, wir sind langsamer. Ist gut. Boom. Boom goes the dynamite. Bremse. So, da hängen wir dran. Ja, da musst du mal kurz die Brutus nach hinten schieben. Bei der Tigerbremse ist kann ich schon wieder. Ah, Mann. Was nu? Na, ich bin mir nach runtergefallen. Bei der Brutus ist die Bremse an? Nee, ist gelöst. Ja, leg die mal an.
bitte. Danke. Ja, nee, die Pluto soll ja nach hinten mit dem Tender. Ja. Achso, soll ich über die. Ach, warte mal. Einfach mit. Also, ich über die Tiger mit Tender. Ja, genau. So. Sprich mit mir. Sprich Deutsch mit mir. Ah, fuck. Nein, 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 nein. Tender abgerissen. Da ist es. Alla Scholli. Frag mich gerade, ob wir nicht vielleicht zwei Konvois machen. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe auch fast diese Befürchtung. Das Schlimmste ist, dass der hintere Konvoi der blödeste ist mit den ganzen Kuhfängern. Ja, dezent. Weißt was? Machen wir das doch anders. Ein zur Ehre für die Lok. Wir bringen jetzt mal alle Loks wieder nach unten. In zwei Konvois. Sprich, die Großlokomotiven in einen und die kleinen in einem. Aber dafür waren wir dann im Gesamtkonvoi auf die Brücke. Na, warte mal, da muss ich ja. Na, ist auch scheiße. Da muss ich sie. Da muss ich eine Verbindung machen. Aber wir könnten sie zumindest nebenbei aufstellen. Mhm. Ja. Ich glaube, sonst kommen wir nicht runter. Mach mal diese zwei Konvois. Große Lokomotiven hier lassen. Also, als erstes mal hier lassen und dann. Außer du schau. Könntest du probieren, dass du mit den vier Großlokomotiven hinter mir nachfährst, ohne dass was reißt. Aber wird vermutlich nicht klappen. Ich befürchte es auch. Wir könnten. Nee, das ist auch doof. Das Problem ist halt, dass wir hier die ganzen schwachen Kupplungen jetzt haben. Ja. Also wir könnten zumindest ich würde fast sagen, zwei Kupplungen könnte man eliminieren, indem man die Loks drehen. Zwei? Also wenn man eine können wir eliminieren dadurch. Mit zwei könnten wir drehen, dann haben wir eigentlich nur eine Schwachstelle. Ja, aber Kuhfänger auf Kuhfänger kannst du doch gar nicht machen. Ja, stimmt ja, das ging ja gar nicht. Hm. Also du kannst eine Schwachstelle eliminieren. Das wäre quasi, ja, genau die in der Mitte. Das wäre die sinnvollste. Würde ich jetzt fast sagen. Oder, Ja, nee, dann, nee, ich glaube, das macht schon Sinn, wenn es jetzt mal so ist. Was machst du, dann bringen wir mal den ersten Konvoi nach unten, weil das am einfachsten, da sollte jetzt mal nichts reißen. Ja, und warte, ich ziehe eben noch Bremsen an. Sonst suchen wir gleich auf einmal Lokomotiven. Wir haben heute so im Discord reingeschrieben, dass sie die Gewichtsberechnung neu machen. Und dass der Traction-Verbinder die Masse dann sein soll wie in echt. Sprich, die Loks können dann sowieso nicht mehr so viel ziehen. Das wäre dann eh das letzte Mal gewesen, dass wir das so machen können. Und auch diese Mega-Konvois mit 40 und mehr Wagen würden dann nicht mehr gehen. Ich glaube, dann ist das Maximum 10. Den schätze ich jetzt mal. Der kommt darauf an, sie wollen dann so einen Leistungschart noch rausbringen. Aber was sie echt mal fixen müssen, ist die Drawbar da vorne beim Kuhfänger, dass sie mal ein bisschen mehr aushält. Weil das ist echt mehr. Ja. So. Also die vier verbleiben jetzt. Wobei wir könnten die Brutus noch mitnehmen. Weil zwischen Betsy und Brutus haben wir noch eine normale Kupplung. Das dürfte gehen.
Ja, habe ich auch gerade so die Idee. Warte mal, ich tue mir die Brutus entkoppeln und dann fahre ich mal zurück. Okay. So. Brutus ist frei. Ich gehe jetzt meine Brutus rein. Na komm. Bisschen Dampf hat sie noch. So, 1 Meter. Stopp. Jo. Und sie ist dran. Okay, dann übernimmt du mal die Brutus. Die muss aber noch heiß machen, die ist kalt. Jetzt da mit den Bremsen aus, das ist okay. Okay. Feuer. Dann mache ich sie mal an. Ist natürlich wieder So. aus. Moment mal, falsche Lok. hier. Ja, man sollte schon dann in die richtige reingehen. Bist du bereit? Ja, warte. So, ich Also schiebe Gas geben jetzt bei von den. hinten. Ja, bei. Nee, lass mich mal schieben von jetzt. Aber bei den Kupplungen soll es kein Problem sein. Jetzt, du meinst ziehen. Warte, Ja, da dann. ziehen, Entschuldigung. Ich bin Ja. gelöst, ich lasse hier gerade nur. Ah, der Tender ist Ja. nicht ganz dran. Okay, ich muss den Tender noch ankuppeln. Der hat sich aber vorher schon gelöst gehabt. Das habe ich jetzt nur übersehen zum wieder ankuppeln. Hab's jetzt recht? Ja, ich bin gerade noch nicht in die Lok reingekommen. Alles gut. Ja, kleiner Tipp, schau auf den Boden. Das geht dann teilweise besser. Nee. Was du nicht sagst. Okay, da sind wir wieder dran. Also Musik ist nach wie vor okay, ist nicht zu laut im Verhältnis. Ich lasse wieder. Bist du fertig? Warte, ja, warte, 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 eben nochmal überprüfen. Alle Bremsen. Die sind gelöst. Da vorne ist ja keine Bremse angezogen. Okay. Gehe ich wieder rein und. Ja, Bremse gelöst. Wir können fahren. Gut, dann zieh ich mal. Kleiner Konvoi war besser als gar nichts. Ja. Boah, die Lok ist laut. Die muss ich leiser machen. Wir haben dich gehört und wollen nicht, dass du Besser. aussortierst. Ja. Ja, wohl wahr. Jetzt muss sie arbeiten. Soll ich mal mitschieben? Wart noch. Ja, schieb mal ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt gerade so grenzwertig. Bin jetzt gerade zu so 100% drin. Ja, ich bin auf 47, ich gebe mal ein bisschen mehr. So, 69. Lass mal so.
Nimm mal Schub weg. Ja. Jo. Ah, fuck. Was, was? Kupplung. Kupplung, zwei Kupplungsrisse. Zwei? Ja, mein Tender hat sich wieder gelöst und die Betsy hat sich selbstständig gemacht. Ja, die Betsy hängt doch bei mir noch dran. Ja, ich meine, von der Betsy. Verstehst du, von der Betsy hat sich das, dass ich meinen Tender noch selbstständig gemacht. Ah, jetzt komme ich. Kannst du wieder zur Betsy hin? Ja, warte eben. Ich muss erst gucken, dass ich hier wieder an den Tender ankuppel. Ja, da passt erstmal Abstand zum Tender, sonst wird es nichts. Sprich, beim Tender die Bremse anziehen, ein bisschen nach vorfahren, Tender vorbereiten. Ja, ist schon. So. Ich will doch nicht im Kessel stehen hier, Mensch. Komisch, das sollte eigentlich besser gehen. Bist dran. Sehr gut. Kommst du zurück zur Betsy? Ja, die Bremse vom Tender hast du gelöst? Jo. Gut, dann komm ich. Komisch mal. Oh, zu wenig Schub. Ja, wenn die sagen, dass sie es noch realistischer machen wollen, dann, oh, das wird spannend. Das wird sehr spannend. Was? Wenn die sagen, die wollen das mit den Gewichten noch realistischer machen. Ach so, ja. Dann kannst du auf den Bergstrecken, glaube ich, einige Loks vergessen. Ja, wobei, die Gelenklokomotiven, die, glaube ich, kriegen schon was weg. Das sind sie ja gemacht. Weiter noch? Mensch. Also Getriebelokomotiven, Entschuldigung. Ist gut, bis dran. Ich gehe mal wieder nach vorne. Jo, dann schieb mal. Oh, warte. Ich geh mal wieder rein mit der Bremse. What the fuck, what the fuck, what the fuck? So. Ich bin dann losgegangen okay. Von der Bremse. So. Gibst du Gas? Von der Bremse runter? Ja, jetzt schon. Ja. Gib mal ein bisschen mit Gas. Weil ich bin 100% und wir hängen. Warte, warte. Gib 50%? Ah, jetzt. Jetzt fahren wir. Jetzt perfekt. So. Ich hab jetzt wieder Gas weggenommen, komplett. Okay, ich gebe mal wieder langsam Gas. Da vorne ist dann gleich wieder Rollen angesagt. Also, wie stehen die Quoten? Was glaubt ihr? Wie oft reißt noch die Kupplung? 3, 5, 10 Mal? Jetzt in den Live-Chat reinschreiben. Okay, jetzt lasse ich schon. Ja, wir werden jetzt 3. Wenn jetzt 4 Risse. 4, 5, 5 hatten wir. Wir hatten 5 Risse, wer bietet mehr? 5 Risse, 5 Risse, 5, 5, 5, 5. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 5 Risse, wer bietet mehr? Wer bietet 6? Wer bietet 6? Entschuldigung. Nochmal 4. Erstes Gebot: 4 Risse. Bis wir unten sind. 4 Risse sind geboten, wer bietet mehr? Also ich hoffe, es sind weniger als 4. Hoff,
Beispiel lieber, dass es keine Entgleisungen gibt. Risse sind hier noch in Ordnung. Sie sind leicht behoben. Aber gerade hier auf diesem Stück eine Entgleisung? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt da nicht so hart die Kurven. Die kommen erst später. Und da wird es auch noch steiler. Ja, soweit so gut. Ich glaube, das ist das längste Stück bisher, was wir gefahren sind. Ohne Zwischenfälle. Ich bin stolz auf uns. Ja. Doch, können wir sein. Jetzt geht's gleich wieder bergab. Ich bin gespannt, dass die kleinen Lokomotiven das so gut mitmachen. Ja, wobei die ganz doof zittern. Ich glaube, die finden das nicht so toll, dass sie dann in der Mitte, also relativ in der Mitte sind. Dann, die haben Angst. Gut, aber die Brutus, die ist auch am Zittern. Bitte lass uns nicht entgleisen. Ich glaube, jetzt war das erste Mal bremsen. Okay. Ich bremse noch mal erstmal ein bisschen zu schnell. Also ein Drittel haben wir schon mal geschafft. Okay, ich lasse wieder rollen. Wie sieht eigentlich momentan bei dir das Schwungrad aus? Das würde mich gerade interessieren. Das steht gerade durch. Also für die Lok bin ich eigentlich zu schnell. Oh, ruhig, Betsy. Ganz ruhig. Kommt da mal eine fiese Kurve. Aber Geschwindigkeit sollte passen. Und ich lasse wieder rollen. Oh, die 5 wackelt. Das war jetzt grenzwertig. Ah, shit. Oh, no. Voll in die Eisen. Das war mein Tender. Zugentgleisung. Bleib stehen. Bleibst du stehen? Ja. Okay. Jetzt war mal die erste von 4. War doch ein bisschen zu schnell. Ja, warte mal, ich geh in die Lok rein und geh mal nach vor. Warte, so, erstmal hier.
Gut, reicht glaube ich schon. Jo. Warte, bleib mal da stehen. Wie ich jetzt hin, ob das geht. Nee, macht er doch nicht. Okay, dann kommt man zurück. Stopp. Jo. Passt. Ja, dann kommen wir wieder zum Konvoi zurück. Gehen wir eigentlich eine Episode hin, ohne dass wir entgleisen? Niemals. Niemals! Also das ist jetzt einmal. Nochmal. Ja, dreimal dürfen wir noch. Ah, machen wir Piano. Ah, dein Drehgestell sieht nicht gesund aus, aber fahr mal weiter. Sender? Oh. Es muss doch nichts heißen, vorerst mal. Ja. Ist schon aber dezent doof, dass das so steht. Ja, ich habe schon erlebt, dass es so aussieht. Dabei war es aber normal. Aber ja. Anhalten. Okay, bist wieder dran. Gut. Ausgezeichnet, Smithers. Bremsen gelöst? Moment. Jo. Gut, meine auch. Dann fahren wir und dann gucken wir mal, ob das Drehgestell so hält, ob das vielleicht wieder in die richtige Position kommt. Ich sehe schon, da liegen Tender und Lok. Neben den Schienen. Ich hoffe es mal nicht. Schön langsam. Ah, doch, jetzt hat sich wieder richtig gedreht. Sehr schön. Okay, ab jetzt geht's eigentlich nur noch bergab. Steilste Stück. Die Weiche ist richtig gelegt, sehr gut. Ein Problem weniger. Oh, wäre hart mies. Alle Loks kacheln über eine falsch liegende Weiche. Boah, nee. Das ist uns ja auch schon passiert. Weißt du noch, als wir die Parade angefangen haben, du bist losgefahren und gleich schon mal in die falsche Weiche rein? Achso, ja. Stimmt, da war ja was. Oh je. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Brauchst Schub? Ja. Sie schafft's nicht. Du, ich glaube, da ist irgendwo noch eine feste Bremse. Weil ich gebe jetzt gerade hier Vollgas. Ja, ich auch. Richtig nicht. Okay, stopp. Mach den Regler mal wieder zurück auf Null. Warte mal, ich geh ein bisschen nach hinten, mach uns mit mit Schwung ein bisschen. Nee, warte. Nichts machen. Ja, ich mach nix. Die ist. Was ist doch alles los? Was soll das denn?
Ja, ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Schwung. Ja, okay, warte dann. Also rückwärts. Ja, warte. Ich muss erst wieder hier reinkommen. So. Geht doch. So, locker. So, dann zieh ich den ganzen Konvoi nochmal. Kommst du? Ja, ich mach schon. Ich bin voll drin. Warte mal. Ich helfe mit der zweiten Lokomotive. Rückwärts. Bremsen. Hätte aber die Bremsen angezogen. Bei der zweiten Lok. Oh. Hä? Anhalten, anhalten, anhalten. Hey, die waren noch angezogen. Ich hab gerade geguckt. Was war los? Was war das denn? Okay, wieder nach vorne, Bremsen lösen. Bremsen gelöst. Okay, jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Okay, schon weiter wie vorher. Das ist jetzt so der Part, wo am meisten schief gehen kann. Mhm. Nach dieser Kurve geht es richtig krass nach unten in eine enge Kurve rein, über die Brücke drüber. Ich lass mal wieder rollen, nur zur Vorsicht. So, ich tue schon mal bremsen. Ja. Bremsen wir mit 50. 50. 30. Halten. Okay, Bremsen lösen. Haben sie gelöst. Nice. Oh, das sah gerade knapp aus. Und drücken, wenn ich sage. Ja. Jetzt drücken, 50%. Jo. Hundert. Boah. Sehr gut. Bist jetzt volle Pulle drin, oder? Ja. Okay, und ich beobachte gerade die ganze Zeit meinen Tender. Der zuckt schon so komisch. Ja, du lachst, der zuckt die ganze Zeit hier schon. Der ist gerade eben in der Kurve schon fast entgleist. Oh. Nicht verhungern, komm, nicht verhungern. Schlimmste haben wir gleich. Danach geht's noch wieder bergab. Gehen wir runter auf 70.
Ja, ich glaube, wir bleiben unter 4. Sehr gut. Professor Berg. Einmal. Ja, wenigstens beim Fahren, wenn schon nicht bei der Infrastruktur. Bravura Netz GmbH. Den nächsten Mal noch eine on. Prüfung. Die Strecke ist doch gar nicht so schlecht. Ja, stimmt, es gibt schlimmere. So. Ich gebe jetzt keinen Schub. Ja, ist okay. Sind noch gerade schon beim Denkmalplatz. Yay! Ah, finally. Voll in die Eisen. Bleib's mal mit, bitte. Aber nur leicht. 10%. Alles klar, wir stehen. Sauber. Gut, dann mache ich mal bei der zweiten Lok die Bremse anlegen. Ja, liebe Leute. Oh. Das war die letzte. Was? Alles gut, ich bin nur vom Bahndamm runter. Ach so, wenn es nur das ist. Also, liebe Leute, das war die letzte Fahrt, der Nummer 3. Der kommt jetzt hier auf die allererste Brücke rauf, die ich gebaut habe. So genau hier oben hin. Ich hoffe, das funktioniert wie geplant. Ja. Climax. Und zwar, dass er mit der Front nach vorne guckt. Ah, tut sie natürlich nicht. Und ich kann die Lok nicht wenden. Sag mal, du hast es doch letztens geschafft, so eine Lok zu wenden beim Aufgleisen, oder nicht? Boah, warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Wie ging das? Lass die mal runter. Echt, Maus. Ja, ist unten. Ah, das muss ich selber nochmal gucken, wie das ging. Muss ich, glaube ich, gedrückt halten. Hier? Nee. Da soll sie nicht mehr. Ja, jetzt. Ja, na, andersrum. Jetzt hast du es gerade gehabt. Bist du das gemacht? Ja, gedrückt halten. Pass auf, du musst die nehmen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ah. Hallo? Ja, warte Hallo? Mal. Ich bewege sie mal ganz kurz. Ja. Jo, jetzt bin ich frei. Okay. Also, warte mal, eine Lok. Noch schnell eine Sicherung. Damit sie keinen Abflug macht. So. Also, ja? Um eine Lok zu wenden oder generell ein Fahrzeug. Aufgleisen, das Fahrzeug auswählen. Mhm. Und dann ja, musst du den Platz auf den Schienen angucken. Linke Maustaste gedrückt halten. Dann dreht die sich einmal quasi 180 Grad. Und dann, während du die linke Maustaste gedrückt hältst, klickst du die rechte an, um sie loszulassen. Okay. Ah, warte mal. Das machen wir jetzt so. Die eigentlich schon nirgendwo mehr hin können. Wobei, weißt du was, bewegst du die letzten Meter, gerade bis zu diesem Prellbock nach vorn. Aber schön langsam. Moment. Drei Meter. Zwei Meter. Ein Meter. Ist gut. So, dann machen wir das gleiche da hinten nochmal. Da kannst du mal so komplett abrüsten. Alles ausmachen. Oh, warum geht das jetzt hier nicht?
So, damit sollte sich eigentlich nicht mehr bewegen können. Dann haben wir unsere Denkmal-Lok hier auf der alten Strecke. Wie schaut denn das aus von da unten? Fällt mir nicht. Na, machen wir das ohne den Puffer. Ist auch noch eine Sache, die wir fixen müssten. Was denn? War das, wenn die Loks nicht in Betrieb sind, also wenn die nicht heiß sind, dann sollte aus den Kaminen auch nicht aufsteigen. Ja, das macht Sinn. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter nach vorne. Anhalten. Du hast jetzt einen halben Meter hast du noch, dann bist du schon am Ende. Ja, warte ja, mal, lass gut, das mal so, das sieht gar nicht mehr so doof aus. Also, was meinst du hier so? Jetzt. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, unsere Denkmal-Lok hier. Auf der alten Holzbrücke. Ja, jetzt ist eigentlich. Nö, das ist, wenn die hier keinen Luftdruck hat. Normalerweise können sie ja nirgendwo hin. Wenn sie einmal steht. Ja, momentan ist im Spiel ja noch so, dass die den Druck hier beibehalten. Aber wenn sie das mal ändern, dann muss ich hier irgendwie Puffer einbauen. Sonst rollt ihr da vorne weg. Ja, weil, warte kurz. Wenn du hier. Den. Ja, wenn du die Zylinderhähne auf hast. Ah ne, doch nicht, jetzt fällt es nicht mehr ab. Bei ihm ist es die ganze Zeit abgefallen. Jetzt hält er sich bei. Ne, doch, der fällt ab. Der Bremsdruck fällt ab. Ja. Guck mal hier ins Fahrzeug rein, schau dir das mal an. Also der ist jetzt bei 87,3, 87,2 und der sinkt. Ja. Ah, warte mal. Steuern, Regler, Bremse 100. Du hast recht. Okay. Ja, dann fahr sie nochmal zurück, dann müssen wir doch die Puffer machen. Weil die rollt sonst. Ja, ich meine nur, es wäre dezent uncool. Kommst du auf einmal hier hin und denkst, wo ist die Lok? Oh, scheiße, die liegt da unten. Ja. Weiter noch. So, passt das mal. Ah, oh, jetzt nimmt das wieder dich. I'm loving it. Ja, dann machen wir es mal so. Ja, das könnte gehen. Fahr mal ganz langsam nach vorne und schau, ob du dann anstehst. Bist so langsam wie möglich. Und loslassen mit Gas. Stehst du? Bumm. Ja, ich stehe vor. Warte, okay, du mal angezogen. Na, du musst dich mal komplett lösen. Mal schauen, was die Lok macht. Okay, die will nach vorne. So, ist er gegengerollt? Jetzt steht so. Wie schaut das von unten aus? Ja. Ist okay. Aber solange sie nicht irgendwo hinrollt, ist okay so. Ja, aber wissen wir, dass er nach vorne rollt. Zur, ja, mach hinten zur Sicherung, aber auch lieber nochmal was. Warte, jetzt guck ich gerade mal. Ja, das sah halt doof aus, aber ich würde es vermeiden. Weil so sieht es noch dezenter aus, wenn das eh nur nach vorne rollt. Na gut. Jetzt
reingucken hier. Alles leer. Gut. Woher ist der letzte Platz für die Lok? Okay, liebe Leute, wir machen erstmal eine kleine Pause. Gibt erstmal Musik für euch und dann sind wir gleich wieder für euch da.